Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Heute mal wieder ein ganz kurzes Video nur von mir. Ich hatte heute ein interessantes Gespräch. Da ging es um Vitamin D. Und ich will euch jetzt nichts Allgemeines über Vitamin D erzählen. Also darüber wisst ihr, glaube ich, schon genügend. Vor allen Dingen die Leute, die mir schon länger folgen und die auch im alternativen medizinischen Bereich unterwegs sind. Also da werde ich mit Sicherheit nichts Neues mehr berichten können. Das, was ich einfach euch mal mitteilen möchte, ist, und zwar denken ganz viele, sie hätten keinen Vitamin-D-Mangel. Jetzt muss man sich mal angucken, wie dunkel das draußen ist und das schon seit ziemlich langer Zeit. Ich glaube, bei den meisten ist schon das Gefühl aufgekommen, es scheint nur noch zu regnen und es scheint nur noch dunkel zu sein. Manche Leute haben schon zu mir gesagt, sie haben schon mal vergessen, morgens die Rollläden hochzuziehen und kamen abends nach Hause, waren immer noch unten, aber im Grunde hat man es gar nicht gemerkt. Ne? Das ist schon spannend. Ging mir also auch schon mal so. Man geht im Dunkeln und man kommt im Dunkeln wieder. Ja, und ja, viele denken dann immer, ja, ich nehme ja Vitamin D und so. Und dann frage ich dann, ja, wie viel denn? Und dann kommen dann irgendwie so Sachen wie, ja, 1000 internationale Einheiten oder 2000, sind auch mal 3000 dabei. Aber dann hört es dann schon auf. Also das Problem, was wir hier haben heutzutage mit dem Vitamin-D-Mangel. Ich fange da mal etwas weiter vorne an. Also vor etlichen Jahren hat man mal gesagt, ja, die Sonne, die ist so gefährlich und die Sonnenstrahlen und so und wir müssen uns davor schützen. Und dann haben die Sonnencremes entwickelt, die sehr, sehr stark die Haut auch abdichten, die innerhalb kürzester Zeit auch wirken und die teilweise auch Metallpartikel enthielten, um die Sonnenstrahlung zurückzugeben, abzugeben und so weiter. Und ja, dann wurde Kleidung entwickelt, wo bestimmte Strahlen nicht mehr durchkommen und so. Und wir haben das auch im Sportbereich. Da ist auch sehr viel Kleidung dabei, wo scheinbar dieses Licht, was wir brauchen, um Vitamin D zu bilden, nicht durchkommt. Und auch im Profisport habe ich durch die Bank Vitamin D-Mängel gefunden. Haufenweise und ziemlich eklatante Mängel auch, ja, und sogar auch bei welchen, die Vitamin D-Produkte auch schon eingenommen hatten. Ja, und ja, diese ganze Angst vor der Sonne, die hat uns letztendlich natürlich da in eine missliche Lage gebracht über die Jahre. Ich weiß nicht, ob es der Hauptgrund ist, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, aber wir haben ziemlich viele Jahre daran gearbeitet, Angst vor der Sonne zu entwickeln, sind einfach auch nicht mehr richtig rausgegangen. Einige Patienten sagen noch zu mir, ja, sie haben kein Vitamin D eingenommen, weil sie sind ja dann auch in der Sonne und so weiter. Und ja, und der Sommer, der war ja auch ganz heiß und so, wurde mir das eine Jahr gesagt. Naja, sage ich, aber bei 35 Grad Hitze sind sie da in die Sonne gegangen? Nee, das ist ja viel zu heiß. Ach so, ja, nee, ist zu heiß zum in die Sonne gehen. Okay, ja. Klar, ist im Schatten auch ein bisschen was, aber das ist nicht dasselbe, ja. Also ich muss Bauch und Rücken mindestens 20 Stunden, 20 Stunden, um Gottes Willen, 20 Minuten, halt, keine 20 Stunden, bitte. 20 Minuten in die Sonne gehen, Brust und Rücken beschienen haben durch die Sonne, um die 40.000 Einheiten aufnehmen zu können, internationale Einheiten. Jetzt muss man sich mal vorstellen, 40.000 nimmt man auf in 20 Minuten in der Sonne und manche meinen, die sind mit 1.000 internationalen Einheiten gut versorgt. Ich messe das immer labortechnisch, das ist die sicherste Methode. Ich gucke auch immer nach, wo ist der Kalziumgehalt im Körper und so weiter. Das ist die ungefährlichste Methode, alles nachzukontrollieren im Labor und dann eben genau nach Laborbefund dann sowas zu verabreichen. Also, wer da Interesse dran hat, kann sich gerne melden. Es scheint nicht so zu sein, dass es die nächste Zeit irgendwie heller wird. Und fürs Immunsystem ist es natürlich das Beste, mit was ihr eurem Körper antun könnt. Und ja, meldet euch einfach, fragt doch mal Alexa. Ich sage euch das dann schon. Ne? So, dann macht's gut und denkt mal drüber nach, wo ihr euch überall schon vor der Sonne geschützt habt und denkt immer noch, ihr hättet ausreichend Vitamin D-Produktion im Körper. Macht's gut. Ciao.